Das war kein Sprung. Was wollt ihr, Jungs? Soll ich noch machen? Perfekter Sprung. Es ist ein sehr unübersichtliches Gelände, muss ich sagen. Und hier wäre es mir wirklich lieb, wenn die Entwickler da mal die Rampen eingezeichnet hätten, weil so, muss ich sagen, dass es relativ scheiße ist. Aber man ist es ja von dem Spiel nicht anders gewöhnt, also sag ich dazu nichts. Nein! Sag jetzt nicht ficken! Ah, so. Jetzt aber gut hier. Ficken! Oh, meine Fresse, was war da oben? Ah, ganz ruhig. Wir haben noch Zeit, nämlich nur noch verdammte 2,5 Minuten. So. 7 verkackte Rampen. Wo muss ich jetzt hin? Ja, geile Wegbeschreibung, mein Freund. Ich würde sagen, fick dich, du Scheißspiel. Ich sehe den Punkt noch nicht mal auf dem Boden hier irgendwo. Da hinten. Schön, danke, dass ihr mir das jetzt auch verratet. Liebe Entwickler, liebe Scheißentwickler, macht nie wieder ein Spiel. Nie wieder. Das ist nur schlecht für die ganze Branche. Lass mich durch! Meine Fresse! Das war schon wieder kein Sprung. Warum war das wieder kein Sprung? Hä? Haben sie die Schanze nicht richtig programmiert oder was? Und nochmal ein Sprung und perfekter Sprung. Jetzt habe ich schon 9 von 8 Sprungschanzen gemacht. Jetzt freue ich eigentlich nur noch diese verkackten Waypoints. Aber wir haben sowieso nur noch wenig Zeit. Und deswegen habe ich wieder das Gefühl, dass ich dieses Zeug nicht gewinnen kann, weil halt scheiße, ne? Nein! Oh, danke. Ein Waypoint. Nur noch einer. Bitte, liebes Kackspiel. Bitte, nimm ihn mir nicht weg. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da unten ist er! Ja! 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 Gott dank dir. Susanne, hast du inzwischen den Abschleppdienst erreicht? Nein! Nein, Chris, leider immer noch nicht. Es geht immer nur der AB dran. Hast du eine Anschrift des Unternehmens? Nein, er hat mir nur schnell seine Telefonnummer notiert, weil ihm die Visitenkarten ausgegangen sind. Klar. Ich versuch's einfach weiter, auch wenn ich die AB-Ansage schon mitsprechen kann. Ja. Wie gesagt, das ist eine Die nächste Gefühl. Übung braucht einiges an Fingerspitzengefühl. Das hier sieht wie ein ganz normaler Dienstwagen aus, oder? Er hat aber eine Besonderheit. Sag an. Unterhalb ist eine Drohne montiert, die Sie per Tastendruck ausklinken und dann fernsteuern können. Was? Eine technische Neuerung mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel Störsender oder Abhörvorrichtungen anbringen, Minen kontrolliert explodieren lassen und vieles mehr. Was? Was? Für die Übung heute haben wir das Magazin mit Sprengkörpern bestückt. Steuern Sie die Drohne unter die präparierten Fahrzeuge und jagen Sie sie in die Luft. Was? Ha! Oh Gott, was ist das denn?
Mache ich die jetzt runter? Hallo? Drücken Sie Aktionstaste. Was ist denn die Aktionstaste, verdammt? Hallo! Meine Fresse! Fahroption. Nein! 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 Was ist denn die Aktionstaste, Leute? Moment, Leute, ich schaue kurz mal im Internet nach. Bis gleich. So, spontan aber jetzt nur was zu Alarm für Cobra 11 Nitro gefunden, aber wahrscheinlich sind das die gleichen Tasten, wenn man sich, und so. Mal schauen. F. Geil. Jetzt. Oh, geile Sache. Mit R wird sie wieder zurückgeholt. Naja, fahren wir mal weiter zum nächsten Fahrzeug. Hoffentlich ist sie dann immer noch dabei. Oha. Das macht ja eigentlich relativ Spaß, so mit dem Auto hier. Also, ja doch, das macht Laune. Yeah, ich mach dich fertig. Oder mal Aktionstaste. Bumm. Oh yeah. Und zum nächsten Auto. Ja, wo ist es denn? Da, wo ist es? Da ist es. Da ist es, ja. Schaut's mal einer an. Und ran da! Wundervoll, wundervoll. Sieht ja aus wie im Traum, ey. Schafft doch. Oh, nein. Was? Was denn? Was denn? Ich hab das doch nur berührt, das Fahrzeug. Die nächste Übung braucht. Halt die Fresse, du Schwachkopf. Sag mir doch, dass ich die Fahrzeuge nicht berühren darf. Ich. Ah, scheiß drauf, ey. Nein. Geht ja relativ schnell, wenn man die Taste drauf hat. Meine Fresse. Wollen sie das nicht machen, ey? Weiter hier. Ja, also mehr möchte ich mich gar nicht darüber aufregen, weil hat eh keinen Sinn. Das ist verschwendete Energie. 3, 2, 1, Bams. Bum, bam, 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 bam. Nee, ich bin jetzt nicht hier der verrückte Frosch. Und los mit dir. Oh, das Teil ist voll cool. Bam! So geil. Jetzt fahren wir mal auf dem Weg hier längs, weil ich glaube, so ist das auch eigentlich gedacht, dass man auf den Wegen längs fährt und nicht querfeldein. Kann ich mir auch selber noch ein bisschen Schuld zu schreiben. Und da kommt die Drohne und bam! So geil. Ach ja. Susanne, ich weiß, dass ich dich nerve, aber hast du jemanden erreicht? Immer nur den AB. Aber ich habe etwas recherchiert und inzwischen auch eine Adresse zu der Telefonnummer. Sehr gut, dann fahre ich da jetzt hin. Ja, genial. Ja. Ich wette, das ist voll der falsche Weg. Was macht ihr denn für eine Scheiße? Eieiei. Muss ich denn jetzt hin? Wahrscheinlich raus aus diesem scheiß Canyon. Dingsbums. Aus diesem scheiß Dingens. Fahren wir einfach hier hinten längs. Nicht so schnell. Ganz gemütlich. Über den Außenring. Was zur Hölle? Einfach mal kurz neu starten, bitte.
Susanne, ich weiß, dass ich dich nerve, aber hast du jemanden erreicht? Nein, hat sie nicht. Immer nur den AB. Aber sie hat recherchiert, und hat eine Adresse dazu. Ja, okay, dann fährt er jetzt mal los. Sehr gut, dann fahre ich da jetzt hin. Go, go, go. So, jetzt fahren wir mal einfach da hinten den Berg hoch. Und zwar nicht hier, nein, falscher Weg. Sondern dahin. Da kommen wir nämlich wieder zurück zur Straße und ich glaube, da müssen wir auch hin.